Hallöchen YouTube, ich bin's mal wieder, euer Matze 85. Wir hatten im letzten Part ja das erste Silo hochgefahren. Jetzt laden wir halt noch die nächste vor, setzen eventuell dem zeitnah den Mähdrescher um. Gut, dass wir zügig hier lang hinkommen. Aber wie gesagt, wir müssen halt immer schnell noch ein bisschen Silage laden. So, dass wir den nächsten LKW hochfahren können. Dann können wir unsere Kühe auch endlich glücklich machen mit Mischfutter. So, wie viel brauchen wir noch? Nicht mal viel. Aber ich hoffe, es ist auch schon mal voll. Dann können wir ja gleich hochfahren und das nächste Silo nochmal. Können wir das Silo hochfahren, so dass wir endlich mal das erste Mischfutter für die Kühe holen können. Auch der steht auch noch hier. Hier ist auch nicht viel passiert. Aber gucken wir schnell, was der Drescher sagt. Der ist nämlich auch gleich fertig. So, dann fahren wir schnell mal ins Silo hoch. Dann ist der nämlich auch leer und dann können wir weitermachen mit der nächsten Fahrrunde. So, dass wir das nächste Geld verdienen. Wie gesagt, Kühe müssten wir noch aus, ist das Futterjagd sauber machen. Den Futterjagd für die Kühe müssen wir auch sauber machen, daher müssen wir es halt ein bisschen sputen. So, jetzt fahren wir jetzt hier hoch. Und der Helfer hat auch beendet die Arbeit. Also werden wir gleich einen Helfer umsetzen und dann werden wir in schönen Zeit Dinger leer fahren lassen. So, Drescher rüberfahren und da können wir gleich noch abbunkern. Da haben wir immer hier daneben stehen. Dann kann man die fleißig das Feuerwände runter fertig machen und haben nämlich da keine Probleme damit und dass uns der Tank voll läuft. Dann kann man nachher noch abtanken und wahrscheinlich die Zeit nachher wieder abfahren, die Fuhre. Aber erst einmal werden wir jetzt hoch rübersetzen zur nächsten Fläche und da lieb Vollwände machen, die Fläche dann scheiben und dann wir bedrillen, sodass jetzt zeitnah die nächste Fruchtfolge drauf kommt. Mal gucken welche. Nicht festfahren bitte. So, haben wir noch die nächsten Schlag Rocken runter und dann mal gucken, welche was sagen, machen wir alle drei Flächen Rocken fertig. Die nächste noch, dann ist Rocken auch fertig.
Dann könnte ich ja fast sagen, machen wir noch die den Hafer, nicht Hafer, den Hopfen runter. Da in die Windfahren drauf, dass wir unsere Brauerei voll fahren und dafür reichlich Zeug bekommen und dass wir zeitnah fertig werden mit der Fläche, mit der nächsten Fläche hier. Ich habe hier fast eine Woche gebraucht, bis ich die Flächen fertig habe, hatte und mit Pflügen und daher musste ich mich ein bisschen sputen. Da kam auch das Kartenupdate letzte Woche raus und somit haben wir jetzt eine neue Karte, die vielleicht noch dazu gekriegt. Produzieren. Dass wir einen größeren Durchgang jetzt haben an Zeug und dass wir zügig die Produktion befüttern können und dann reichlich Geld draus machen können, dass wir uns neue Felder holen können. Ja, ich möchte nämlich zeitnah alle Felder besitzen. Dann ist hier Schicht im Schacht mit der Karte und werden mir auch eine, bin jetzt auch schon am Suchen nach einer neue Karte, die eventuell Nachfolger wird von der Karte und lasst euch überraschen, was es wird. Dann wird auch bald die Südhermann abgelöst. Mal schauen, was sich hier entwickelt auf der Karte noch, aber ich weiß selber noch nicht, wie weit wir kommen hier auf der Karte mit. Lasst euch also mit mir überraschen, ob wir noch zu so machen. Wie gesagt, das Weizenfeld machen wir mit Ballen und dass wir da noch ein bisschen Stroh kriegen zum Einstreuen der Kühe und vielleicht werden wir es auch einiges im Compost Master schmeißen, dass wir die Obstanlagen in Gang kriegen, richtig. Aber irgendwie werden wir die Karte schon rocken hier und wenn noch einige schaffen, ich weiß nicht, wie weit wir kommen. Ja, lassen wir uns halt überraschen. Dann kann er nämlich die Fläche fertig machen, kann ich den Traktor nachholen. Dann tanken wir noch ab. Jo, tanken wir noch ab und dann ist auch schon mal Schicht im Schacht hier.
Aber wir müssen jetzt noch schnell einen Traktor nachholen und dann geht es nämlich auch schon weiter. Ich denke, am nächsten Part haben wir noch mal eine Runde Bier. Aber da weiterkommen und dass dann der nächste Schwung Geld drin kommt. Und jetzt fahren wir mal zu unserem Drescher. Denn der ist nämlich voll. Silo haben wir auch noch was in der Schaufel, aber brauchen wir jetzt erst einmal nicht mehr mit Silo, denn der ist voll. So, dann tanken wir jetzt noch ab und dann. Gut, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Master 85 LP. In Abo und Däumchen werden Träumchen. Bis denne. Tschüss.